Gut, wie gesagt, ich habe mir so ungefähr eine Dreiviertelstunde so als Ziel gesetzt. Ich hatte jetzt gerade schon sozusagen die erste Pointe des Vortrags natürlich habe ich verdorben, weil ich aus Versehen auf diesen Blipper gekommen bin. Aber wenn man also den Titel, vor allem den Untertitel sieht, der neue Strukturwandel von Öffentlichkeit, denkt man natürlich an eine Person. Jetzt muss ich gucken, dass ich dieses Ding, das habe ich zu Weihnachten mir gegönnt, dass ich das richtig rumhalte. Genau, an Jürgen Habermas, der also mit diesem Konzept oder mit dem Begriff Strukturwandel von Öffentlichkeit natürlich untrennbar verbunden ist. Und ich glaube fast, ich muss jetzt hier nicht nochmal irgendwie in diese Gedanken einführen, aber Sie wissen, dass es im Prinzip, dass er in den 60er Jahren eine breite gesellschaftshistorische Studie vorgelegt hat, die ihm nachzeichnet, wie sich unser Verständnis von Öffentlichkeit, das moderne Verständnis von Öffentlichkeit entwickelt hat, aus so der bürgerlichen Gesellschaft, aus so den Salons, den Kaffeehäusern, den Treffen, wo Menschen eben öffentlich zusammenkamen und resonierten, über dann sich die entwickelnden Massenmedien, Printmedien, Rundfunkmedien. Naja, und irgendwo da beim Fernsehen endete eben in den 60er Jahren und sagen, endete die Bestandsaufnahme, sprich das, was wir heute noch beobachten, also dass es YouTube gibt und Facebook und Twitter und Blogs und die Wikipedia. Das kann man abermaßen vorwerfen, das war natürlich irgendwie zu seiner Zeit nicht. Hat er nicht auf dem Schirm, genau. Kann man. All das hat aber gravierende Auswirkungen, also diese Dinge haben gravierende Auswirkungen auf Öffentlichkeit. Und ich habe mal einen Tweet, also eine Twitter-Nachricht, die jetzt inzwischen auch schon wieder fast 2 Jahre alt ist, aber finde ich das sehr treffend, noch zusammenfasst, ausgeholt, wo also ein Twitter-Nutzer namens Supermarki twittert, mir ist langweilig, was mache ich denn, kopiere ich mir eine Doktorarbeit zusammen oder stürze ich ein arabisches Regime, Internet hätte ich, das hat er im Frühjahr 2011 getwittert, als wir gerade zu Gutenberg, Plagiatsskandal mit einer ganz wichtigen Rolle von kollaborativen Öffentlichkeiten, in dem Fall nicht die Wikipedia, aber Wikitechnologien im Zusammenspiel mit Blogs, Twitter, Facebook und den etablierten publizistischen Medien dafür gesorgt haben, dass Plagiatsfall eben in der Doktorarbeit des Ministers letztlich publik wurde und so diskutiert wurde, dass er zurückgetreten ist. Wir haben erlebt, dass im arabischen Frühling nicht ausschließlich, aber eben auch soziale Medien wie YouTube oder Twitter oder Facebook dazu beigetragen haben, letztlich, dass Protestöffentlichkeiten sich formieren konnten und auch vor allem, das war vielleicht sogar die größere Leistung, wenn man so will, von diesen Technologien, dass es für uns im Westen oder Norden sichtbar wurde, was in Kairo oder in Tunis oder so auf den Straßen passiert. Die Frage, was Habermas jetzt dazu sagen würde, er hat 2006, glaube ich mal, bei einer Keynote für die ICA-Tagung, das war die Jahrestagung der amerikanischen kommunikationswissenschaftlichen Gesellschaft, da ist er auch aufs Internet eingegangen und hat da so ein bisschen offen gelassen, ob das Internet jetzt zu einer Zersplitterung von Öffentlichkeit oder doch zu einer neuen Integration und vielleicht zu einer Stärkung auch von Gegenöffentlichkeit beitragen könnte. Ich will mich da sozusagen, das sollte ja der Einstieg sein, ich will mich auch jetzt gar nicht bei so einer Habermas-Exegese und irgendwie, was würde Habermas jetzt sagen, aufhalten, sondern würde aber gerne in diesem Kontext des Wandels von Öffentlichkeit, ich würde meine eigene Perspektive erläutern. Ich beginne mit einem Blick auf Nutzungspraktiken, Nutzungsweisen, also das, was Menschen tun, und arbeite mich dann langsam vor, erläutere dann, wie daraus eben bestimmte neue Formen von Öffentlichkeit entstehen und werde dann einige Folgen diskutieren für klassisch-publizistische Medien, aber auch für unser Verständnis von Privatsphäre und am Ende mit sozusagen der Machtfrage dann auch zum Fazit überleiten und dann haben wir hoffentlich so viel gehört und Sie sind noch nicht so müde, dass wir auch noch ein bisschen diskutieren können. Das habe ich vor. Ja, beginnen möchte ich eben mit einer, sozusagen mit Blick auf Nutzungspraktiken, denn wie ich Soziologie, Kommunikationssoziologie verstehe, ist das Interessante an diesen Plattformen ja in dem ersten Schritt nicht, wie die technisch programmiert sind oder was für Geschäftsmodelle dahinter stehen. Das ist alles wichtig, kommen da auch einzelne Punkte auch nachher nochmal. Aber zunächst mal der Ausgangspunkt ist die Frage, welche Praktiken werden denn von diesen Medientechnologien unterstützt? Was machen denn die Menschen mit diesen Medienangeboten? Da kann man im zweiten Schritt immer noch fragen, was machen denn die Medienangebote mit den Menschen? Also diese klassische Doppelfrage auch von Kommunikationswissenschaft. Ja, und meine Antwort auf diese Frage ist im Prinzip sind drei Nutzungsweisen, drei Nutzungspraktiken oder Facetten von Praktiken, die YouTube, Facebook etc. unterstützen, jeweils auf eine ganz eigene Art und Weise, weil es natürlich Unterschiede in der Funktionsweise, in den technischen Optionen gibt. Aber wenn man nur sozusagen von hoch genug drauf guckt,
kann man sagen, erstens unterstützen die alle auf ganz eigene Art und Weise, dass Menschen sich selbst präsentieren können. Also dann soziologisch gesprochen Identitätsmanagement. Diese Anwendungen machen es Menschen leichter, bestimmte Dinge, die einen Menschen interessieren oder die ein Mensch erlebt, die man diskutieren möchte, die einen freuen, die einen ärgern, diese Dinge mitzuteilen, letztlich also bestimmte Facetten der eigenen Person anderen zugänglich zu machen, mit all den Dingen, die wir auch als Soziologen wissen, die mit Identitätsmanagement zu tun haben, sowas wie Inszenierung, die Frage auch, wie stelle ich mich in bestimmten Rollen dar oder nicht, das sind alles Dinge, die auch in diesen online-basierten Umgebungen stattfinden, die aber, und das ist was im öffentlichen Diskurs manchmal auch einfach übersehen wird, die nicht damit erklärt werden können, dass wir durchs Internet alle zu Exhibitionisten oder Selbstdarstellern werden. Also Identitätsmanagement hat zwar was mit dem Veröffentlichen, mit dem Zugänglichmachen von Dingen über das eigene Selbst zu tun, ist aber in ganz vielen Fällen Voraussetzung für die zweite Facette, nämlich das Beziehungsmanagement, also für Kommunikation, Austausch, Beziehungspflege, das Pflegen von Freundschaften, das Wiederfinden von alten Bekannten auf Facebook, von Kindergartenfreunden auf Facebook oder das Knüpfen auch von neuen Beziehungen, ob das jetzt berufliche Kontakte sind, die man vielleicht auf Xing oder LinkedIn dann auch erweitert, also das Networking im engeren Sinne, oder auch das Kennenlernen von Leuten, die vielleicht ähnliche Interessen haben, also der Austausch, dass sich Beziehungen setzen zu anderen Menschen, ist die zweite wichtige Praxis. Und die dritte Praxis, um das sozusagen zu vervollständigen, ist das Informationsmanagement, weil diese Anwendungen es eben uns auch leichter machen, jeweils auf ihre eigene Art, dass wir für uns selber oder gemeinsam mit anderen Informationen auffinden können, bearbeiten können, filtern können, verteilen können, empfehlen können. Denken Sie an die Wikipedia als Technologie, die es möglich gemacht hat, dass innerhalb von 10 Jahren ich weiß nicht wie viel, 200 Sprachen, eine umfassende Enzyklopädie menschlichen Wissens gesammelt wurde, die weit über das hinausgeht, was wir so von gedruckten Enzyklopädien kennen. Informationsmanagement ist aber auch das Klicken von einem Gefällt mir, Knopf auf Facebook oder auf YouTube, wenn ich ein lustiges Katzenvideo sehe und sage, gefällt mir, dann drücke ich damit einerseits aus, dass mir das gefällt, aber Informationsmanagement betreibe ich, weil dieses Urteil, das gefällt mir, aggregiert zusammen mit den Urteilen anderer, dann wiederum benutzt wird, um Aufmerksamkeit zu filtern, weil man zum Beispiel auf YouTube dann sehen kann, was sind denn im Moment die Videos, die in der letzten Woche die meisten gefällt mir Daumen hoch bekommen haben. Sie sehen also schon, dass diese Praktiken in der Hinsicht sicherlich auch erstmal eine analytische Trennung sind. Wenn wir uns konkrete Nutzungsepisoden angucken, also eine Person sitzt vor Facebook und tut irgendetwas, dann werden wir jeweils herausarbeiten können, wo wir denn jetzt Facetten von Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement sehen können. Die analytische Trennung ist mir aber auch deswegen so wichtig, weil sie uns hilft zu verstehen, dass diese Praktiken eben nicht auf das Internet, auf diese Anwendungen beschränkt sind, sondern Teil von breiteren, sozusagen auch gesellschaftlichen Anforderungen sind. Denn Identitätsmanagement im Internet ist nicht zu trennen von der breiteren gesellschaftlichen Praxis der Selbstauseinandersetzung. Man kann das auch immer in so Fragen bündeln. Also wir Menschen müssen uns in modernen Gesellschaften im Prinzip tagtäglich mit der Frage auseinandersetzen, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich sein, wie präsentiere ich mich? Weil es, ne, historisch gesehen hat das was mit der, sagen, also hat was mit Individualisierung zu tun, Auflösung von sozusagen relativ starren Vorgaben. Im Prinzip können und müssen wir eben selber unsere Identität, auch wenn man so will, im Sinne von Identitätsprojekten, tagtäglich immer wieder neu bestätigen. Das Beziehungsmanagement ist Teil der Sozialauseinandersetzung, also der Frage, welchen Platz habe ich in der Gesellschaft? Fühle ich mich einer bestimmten Subkultur zugehörig? Oder wer ist meine Clique? Wo stehe ich innerhalb von Systemen oder Strukturen von gesellschaftlicher Hierarchie? Auf Facebook zum Beispiel können wir das tun, weil wir da auch sehen und artikulieren können, dass wir Teil von Beziehungsnetzwerken sind. Aber das zeigen, glaube ich, viele oder im Prinzip übereinstimmend alle Studien, soweit ich sie kenne, zu Facebook, ist das Beziehungsmanagement auf Facebook eben ganz eng gekoppelt mit echten Beziehungen. Das heißt, Jugendliche zum Beispiel nutzen Facebook, um sich auch innerhalb ihres echten Freundeskreises, den Schulfreunden oder den Leuten, die sie aus dem Sportverein kennen, irgendwie zu verorten und mit denen auszutauschen. Das Informationsmanagement schließlich hilft uns dabei, Sachauseinandersetzungen zu leisten, also dass wir uns in der Welt orientieren können. Diese drei Praktiken, wie gesagt, das Argument hier, dass die eben auch Teil von Handlungsweisen oder von Praktiken sind, die außerhalb des Internets wirken oder geleistet werden müssen,
Diese drei Praktiken führen nun aber dazu, wenn das genug Menschen auf eine ähnliche Art und Weise tun und sich dabei zum Beispiel Facebook oder Twitter oder Weblogs bedienen, es führt dazu, dass auf einer kollektiven Ebene ein neuer Typ von Öffentlichkeit entsteht. Ich möchte jetzt quasi im nächsten Schritt mich dann auf diese erste Folge konzentrieren. Also man könnte hier sozialpsychologisch oder entwicklungspsychologisch zum Beispiel auch rangehen und das diskutieren, welchen Stellenwert diese Praktiken für Jugendliche zum Beispiel haben. Ich möchte jetzt aber fragen, was passiert denn, wenn Menschen unter Bedingungen von sozialen Medien Identitäts- bzw. Informationsmanagement betreiben? Und da ist meine These, dass eben tatsächlich ein neuer Typ von Öffentlichkeit entsteht, den ich persönliche Öffentlichkeit nenne. Den kann man, glaube ich, gut an Facebook verdeutlichen. Ich werde also jetzt erstmal an einem Facebook-Beispiel erläutern. Also Facebook ist für mich die prototypische oder die Umgebung, wo wir prototypisch zeigen können, wie persönliche Öffentlichkeiten funktionieren. Dann kann man es vielleicht hier an einem typischen Facebook-Beispiel mal machen. Also wir haben eine Nutzerin, die auf Facebook schreibt, habe heute Reiseunterlagen für den Urlaub abgeholt. Wo jetzt wahrscheinlich Sie alle hier im Raum sagen, na und? Warum schreibt sie das? Nun ja, also wir sehen schon in diesem Stutzen erstmal, anscheinend geht es in diesen persönlichen Öffentlichkeiten auf Facebook um Dinge, dass man Dinge mitteilt, die gar nicht dem Kriterium von möglichst breiter Relevanz, von gesellschaftlicher Relevanz gehorchen müssen, sondern es geht darum, man wird in die Lage versetzt, Dinge mit anderen zu teilen, die man nach Kriterien der persönlichen Relevanz auswählt. Anstatt, ich kontrastiere es in Klammern immer hier mit sozusagen dem Verständnis von publizistischen Öffentlichkeiten, anstatt dass man zum Beispiel journalistische Nachrichtenfaktoren befolgt und sagt, okay, wenn ich was auf Facebook schreibe, muss das irgendwie besonders gesellschaftlich relevant sein, etc. Da gibt es in der Nachrichtenwertforschung, in den Kommunikationswissenschaften gibt es Massen von Studien, nach welchen Kriterien Journalisten filtern. Nein, auf Facebook, in den persönlichen Öffentlichkeiten, geht es um das Kriterium persönlichen Relevanz, weil man sich auch an ein anderes Publikum wendet. Man richtet sich in den persönlichen Öffentlichkeiten ja nicht an das Massenpublikum, das die publizistischen Medien adressieren, also nicht an die Millionen Zuschauer der Tagesschau. Also C denkt überhaupt nicht dran, hat überhaupt nicht die Absicht, dass eben auf der Seite 1 der Tageszeitung dann steht, C hat die Reiseunterlagen abgeholt, dass die Tagesschau einen Brennpunkt nach den 20 Uhr Nachrichten bringt, zu den neuen Entwicklungen in dem Fall Reiseunterlagen abgeholt oder so. Es geht also gar nicht um Massenwirksamkeit, sondern es geht darum, sich an ein Publikum, zumindest der Intention nach, zu richten, das aus sozialen Kontakten besteht, also ihre Facebook-Freunde, die eben auch in der Hinsicht nicht verstreut oder unbekannt sind, sondern zumindest zwischen C und ihren Facebook-Kontakten besteht, vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall, aber besteht eine Beziehung. Auch das weiß man, dass Menschen auf Facebook in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel eben Beziehungen abbilden zu Leuten, die sie kennen oder zu denen sie irgendeine Beziehung haben. Das heißt, es ist ein Publikum, was durch soziale Beziehungen schon mal strukturiert ist. Und der dritte Unterschied ist, dass diese Kommunikation in einem anderen Modus stattfindet, nämlich in dem Modus der Konversation oder des Dialogs, nicht im Modus des Publizierens. Publizieren ist der Modus sozusagen eines sozusagen einseitigen, gerichteten, möglichst massenwirksamen Sendens, in Anführungsstrichen, von Botschaften. Konversation ist der wechselseitige Austausch in der Dialog. Und das findet auf Facebook und in persönlichen Öffentlichkeiten zum Beispiel hier statt, dass es Reaktionen gibt, Kommentare von ihren Facebook-Freunden. Und zwar Kommentare nicht im Sinne von sozusagen einem rationalen Austausch über Für und Wider der Reiseunterlagen, sondern eben sozusagen Anteilnahme-Kommunikation, soziale Kommunikation. Smalltalk könnte man auch sagen, aber wir wissen auch, dass Smalltalk oder diese Form der Kommunikation eine ganz wichtige beziehungsstiftende oder beziehungspflegende und beziehungserhaltende Funktion hat. Es geht also letztlich gar nicht unbedingt darum, dass da jetzt eben was Weltbewegendes kommuniziert wird. Es geht auch vor allem darum, dass überhaupt kommuniziert wird, dass sozusagen diese Menschen sich wechselseitig auch bestätigen, wir kennen uns, wir mögen uns, wir freuen uns für dich, endlich, erzähl doch mal, hinterher würden wir gerne Fotos. Also diese Form der Beziehungskommunikation steht in persönlichen Öffentlichkeiten an vielen Stellen im Vordergrund. Wir können noch weitere strukturelle Merkmale von den persönlichen Öffentlichkeiten identifizieren. Jetzt verlasse ich mal Facebook und nehme ein Beispiel von Twitter. Ich weiß nicht, ob Sie mit Twitter auch vertraut sind. Ist aber jetzt für das Argument, das ich machen will, im Prinzip das analog zu Facebook. Denn strukturell gesehen verschwimmt in den persönlichen Öffentlichkeiten die Trennung zwischen Sender- und Empfängerrollen noch sehr viel stärker. Das ist auf Facebook eben genauso wie auf Twitter. Man ist in persönlichen Öffentlichkeiten
In aller Regel beides. Man kann möglicherweise analytisch nochmal die Episode des Sendens im Sinne von, hier gebe ich etwas ein und drücke auf Tweet, also auf Senden, kann das analytisch trennen vom Rezipieren. Aber letztlich sind wir auf Twitter oder auch auf Facebook in der Nutzungsepisode beides. Wir teilen Dinge mit, die wir persönlich für relevant halten hier und empfangen gleichzeitig das, was in unserem Netzwerk gerade passiert. Das heißt, zu den persönlichen Öffentlichkeiten gehört eben auch der Bereich, wo wir als Empfänger, in Anführungsstrichen, sozusagen die Botschaften und die Mitteilungen unseres sozialen Netzwerks empfangen. Nun ist es bei Twitter besonders augenfällig, dass Twitter technisch eben auf so kurze Botschaften von maximal 140 Zeichen beschränkt ist. Aber auch auf Facebook finden wir eben relativ oft kürzere Mitteilungen, vielleicht einen Link oder einen Hinweis oder irgendwie ein Foto. Das heißt, man spricht da im Englischen auch vom Micro-Content. Es geht in den persönlichen Öffentlichkeiten um einzelne, man so will, kleine Informationshappen, der möglicherweise auch durch Verweise auf andere Angebote oder auf andere Angebote wieder verweist oder wiederum aus anderen Quellen im Netz zusammengezogen wird, der bei mir aber ankommt, nicht völlig beliebig, da kommt nicht irgendwas an hier auf Twitter oder in meinem Facebook-Newsfeed, sondern da kommen Informationen an, die durch meine sozialen Beziehungen gefiltert sind. Ich kann auch anders sagen, indem ich auf Twitter bestimmten Leuten folge, hier, das sind ja alles einzelne Twitter-Nutzer oder Twitter-Accounts, wie hier von der Zeit Online zum Beispiel, indem ich denen folge, treffe ich eine Filterentscheidung und sage, ich möchte gerne auf dem Laufenden gehalten werden, was diese Twitter-Accounts zu sagen haben. Bei Facebook ist es, wenn wir wechselseitig Facebook-Freunde werden, landet das, was ich mitteile auf Facebook, bei dir und das, was du mitteilst, landet bei mir. Nicht alles, wird auch nochmal algorithmisch gefiltert, aber im Prinzip, also das ist das Grundprinzip. Sodass das, was hier einläuft, eben nicht völlig beliebig ist. Das sind nicht viele fremde Menschen oder das sind keine Leute, die für mich komplett irrelevant sind, sondern ich selber habe ja entschieden, ich möchte, die interessieren mich. Das ist vielleicht jemand, der mich thematisch interessiert oder wo ich halt gucken möchte, was publizistische Medien tun oder mit denen ich studiert habe oder die Kollegen sind. Das heißt, ich bin hier dann, sozusagen die Filterleistung, was in den Öffentlichkeiten ankommt, wird zum Teil eben auf mich als Nutzer oder Nutzerin selber verlagert. Und dritte oder letztes strukturelles Merkmal, auf das ich eingehen will, die Informationen kommen zu mir nicht in Form von Informationsbündeln, wie wir sie aus den klassischen Offline-Medien kennen. Also keiner sagt, oh, es ist gleich 20 Uhr, ich muss mal Twitter anschalten, weil die Abendnachrichten auf Twitter kommen. Oder ich lese immer gerne die Sonntagsausgabe von Facebook. Also diese Vorstellung, dass es bestimmte Zeiten oder Rhythmen gibt, in denen Rundfunkmedien oder auch Printmedien eben erscheinen. Das macht in diesen vernetzten Öffentlichkeiten der sozialen Medien eben, trifft das nicht mehr zu. Dieser Teil der persönlichen Öffentlichkeit wird ständig aktualisiert. Also Sie kennen das möglicherweise aus der eigenen Erfahrung, ob Sie jetzt Twitter nutzen oder wenn Sie Facebook nutzen, dass da eben ständig Neuigkeiten kommen. Das macht eben auch so den Reiz aus, möglicherweise für manche auch so ein bisschen diese Suchtgefahr, dass man das Gefühl hat, man kann da ständig reingucken, immer passiert irgendwas Neues. Man kriegt eben Neuigkeiten aus dem eigenen Netzwerk mitgeteilt. Das ist dann des Modells eben, des Streams oder des Flows von Informationen, ja, wo das oben immer das Neue reinläuft und sozusagen das Unte nach und nach verdrängt wird, also das Alte vom Neuen verdrängt wird, aber in so einem kontinuierlichen, aktualisierten Fluss von Informationen. Ich hatte jetzt schon dieses neue Modell oder diesen neuen Typ von Öffentlichkeit immer schon kontrastiert mit alten, mit den journalistisch-publizistischen Öffentlichkeiten. Ich will hier nicht irgendwie die These aufstellen, dass journalistische Öffentlichkeiten, publizistische Öffentlichkeiten verschwinden. Wir hatten also gerade, als die Blogs aufkamen, so 2006, 2007, gab es mal diese Debatte, ist das Ende des Journalismus? Also brauchen wir überhaupt noch Journalismus, wenn im Prinzip jeder jetzt zum Journalisten werden kann und ein eigenes Blog aufsetzen kann und zum Beispiel über das, was hier in Göttingen passiert, berichten kann? Das hat sich relativ schnell gezeigt, dass es nach wie vor journalistische Öffentlichkeiten gibt, dass es auch einen Bedarf dafür gibt. Man kann das auch gesellschaftlich oder demokratietheoretisch begründen, warum es gut ist, dass es Journalismus als Institution oder als System oder wie auch immer man das nennen will, gibt. Und die Finanzierungsfrage vom Journalismus im Internet klammere ich jetzt auch mal bewusst ein. Das ist eine wichtige Frage, die da auch mit reinspielt. Ich will aber auf den Punkt raus, dass journalistische Öffentlichkeiten nicht verschwinden, aber sie verlieren das Monopol darauf, die einzige Institution zu sein, die Informationen eben gesellschaftlich filtert, aufbereitet und zur Verfügung stellt. Das können eben jetzt auch andere. Das können wir Laien theoretisch, das können Aktivistinnen und Aktivisten jetzt sehr viel leichter. Also die Möglichkeit, über soziale Medien gegen Öffentlichkeit zu schaffen. Die Möglichkeit ist erleichtert. Das klappt nicht immer, aber
Siehst du, potenziell reicht da. Und dieses Monopol schwindet gar nicht so sehr, weil eben wir jetzt alle zu Nutzerinnen und Nutzern, also dass wir Nutzerinnen und Nutzer zu Urhebern von gesellschaftlich relevanten Informationen werden. Das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt. Also die allermeisten Nutzer von Facebook, von Blogs, von Twitter wollen gar nicht unbedingt jetzt journalistisch tätig sein, so im Sinne von, wir liefern hier Citizen Journalism oder nutzergenerierte Inhalte. Das passiert, aber das Entscheidendere, auch für den Journalismus Entscheidendere ist, dass wir Nutzerinnen und Nutzer zu Multiplikatoren werden, dass wir also selber als Filter agieren, dass wir auch auf journalistisch produzierte Inhalte zurückgreifen. Denken Sie an den Zeit Online, die Meldung in dem Tweet, gerade in diesem Twitter-Feed gerade, dass wir also auch, nicht nur, aber auch auf journalistisch produzierte Informationen zurückgreifen und sozusagen diese Informationen mit in unsere eigene persönliche Öffentlichkeit einspeisen, sprich wir multiplizieren das, was wir persönlich für relevant halten, eben an unsere eigene, an unseren eigenen Kreis, an unser eigenes erweitertes soziales Netzwerk. Das ist eine Erkenntnis, die auch nicht neu ist. Das gab es auch schon vor Facebook und schon vor dem Internet. Das ist in so auch etablierten kommunikationswissenschaftlichen Theorien wie Two-Step-Flow of Communication oder Theorien der Nachrichtendiffusion ist das auch schon enthalten. Also man hat in den 60er, 70er Jahren schon erkannt, dass sozusagen Botschaften aus den Massenmedien nicht komplett uniform sozusagen ans Publikum fließen, sondern dass es da Vermittlungsprozesse gibt. Dass es gibt das Konzept des Meinungsführers, Meinungsführerschaft, dass es also bestimmte Personen gibt, die zentralere Positionen in sozialen Netzwerken einnehmen und die zum Beispiel für die Meinungsbildung wichtig sind, weil sie, wenn man so möchte, auch kanalisieren. Das, was Menschen aus den Medien bekommen, wird dann in interpersonaler Kommunikation weitergetragen. Das heißt, diese Konzepte gab es schon und diese Prozesse gibt es. Nur sind wir inzwischen eben nicht mehr in der Situation, wo wir so klar trennen können zwischen hier massenmediale publizistische Kommunikation und dort die interpersonale Kommunikation. Das fließt in den persönlichen, in den vernetzten Öffentlichkeiten zusammen. Es kommt dann, ich nenne es Konvergenz von Konversation und Publikation. Wir sind eben als Facebook-Nutzerinnen oder Nutzer zum Beispiel in der Lage, uns dort auch publizistische Informationen zu bekommen und die aber sozusagen quasi in einem Rutsch eben weiter zu verarbeiten, also Anschlusskommunikation zu tätigen, indem wir es empfehlen, also sagen, gefällt mir und damit gleichzeitig auch wieder in unser Netzwerk einspeisen, indem wir es teilen, also sozusagen kopieren und auf unsere eigene Pinnwand in Anführungsstrichen setzen, indem wir es kommentieren, also all solche Dinge, die was mit Anschlusskommunikation zu tun haben, die über das bloße Rezipieren hinausgehen, was von den publizistischen Medien ja auch gewünscht oder gefördert wird, hier Spiegel Online, die, das ist kein ganz aktueller Screenshot mehr, aber Sie kennen diese ganzen Icons, hinter jedem dieser Icons steckt ein Social-Web-Dienst, der den Nutzer in die Lage versetzt, mehr mit einem Beitrag, also darüber ist dann der journalistische Beitrag, mehr damit zu machen, als ihn zum Beispiel nur auszudrucken. Ja, also man kann ihn eben twittern, auf Facebook, VZ-Netzwerke finden sich hier noch, man kann ihn bookmarken, etc. pp. Also all diese Dinge, wo mithilfe der vernetzten Medien Nutzerinnen und Nutzer eben mit journalistischen Inhalten etwas tun, das ist nicht das Neue, aber das eben auch wieder für andere sichtbar machen, das ist, glaube ich, das Neue, inklusive sichtbar für den Journalismus, dass man als Journalist eben zum Beispiel sehen kann auf einmal, was denken denn die Leute über diese Nachricht, ja, weil dann Kommentare auf einmal sichtbar werden. Oder sie sehen können, ein bestimmter Artikel wurde eben auf Twitter 500 Mal verlinkt, retweetet, was auch immer, wieder ein anderer vielleicht nur 10 Mal. Möglicherweise gibt es da eben auch das glaube ich, beobachten wir gerade, möglicherweise verändert das auch die Art, wie journalistische Inhalte in den sozialen Medien selber transportiert werden. Insofern hat das auch wieder Rückwirkungen auf Journalismus. Das heißt aber auch, wenn man das jetzt weiterdenkt, also dieses Entstehen von solchen vernetzten persönlichen Öffentlichkeiten, wo also das Publikum an die Seite, nicht an Stelle, an die Seite des Journalismus tritt und noch eine Reihe von weiteren technischen Entwicklungen führen dazu, dass wir, das ist sozusagen das Abschlussargument hier auf dieser Folie, dass die Art und Weise, wie wir zukünftig Informationen erhalten werden und zu sehen bekommen, wie also Öffentlichkeit strukturiert sein wird, das wird in wachsendem Maße von zwei Dingen oder von mehreren Dingen abhängen. Das eine ist die Position des einzelnen Nutzers, der einzelnen Nutzerin. Das heißt, welche Informationen ich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sehen bekomme und welche Informationen Sie zu sehen bekommen, wird zum einen davon abhängen, wie sind wir in soziale Netzwerke verortet, ne, weil die sozialen Netzwerke für uns Filterleistungen übernehmen. Also wenn Sie, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht anbeamen, sorry. Wenn Sie, sagen wir mal, 500 Facebook-Freunde haben, die ganz bestimmten Netzwerken angehören
dann werden sie zum Teil andere Informationen bekommen als ich, wenn ich nur 100 habe und die alle sehr eingeschränkt. Und das sind alles, sagen wir mal, andere HSV-Fans. Und sie haben 500, die total divers sind. Dann werden sie andere Informationen auch auf Facebook bekommen. Das heißt, die Position im sozialen Raum, in sozialen Netzwerken, hat jetzt schon und wird einen Einfluss darauf haben, welche Informationen uns erreichen. Aber auch die Position im geografischen Raum. Ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Aber mit der Zunahme von Smartphones, mit mobilen Diensten, mit Diensten, die irgendwie Geoinformationen einbeziehen, wird ein Teil unseres Informationsmenüs davon abhängen, wo bin ich gerade. Und es wird einen Unterschied machen, ob ich gerade in Göttingen bin oder ob ich in Hamburg bin oder ob ich gerade in Rio de Janeiro bin, welche Informationen mir mein Smartphone zum Beispiel anzeigt oder welche Informationen mir Google anzeigt. Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Einfluss, welche Informationen ich zu sehen bekomme, also welche Informationen in meine persönliche Öffentlichkeit landen, hängt eben auch jetzt schon und in Zukunft noch stärker von Software ab. Da kommt also die Software auch aus einer soziologischen Perspektive jetzt spätestens hier ins Spiel, weil die Algorithmen, die für uns Informationen filtern, vielleicht auch die Voreinstellungen, ist mobiles Filtern per Voreinstellung an oder muss ich es gesondert aktivieren und bewusst aktivieren? All diese Dinge haben jetzt schon und werden einen Einfluss darauf haben, wie in Zukunft sich Menschen informieren. Das Versprechen dieser Dinge, auch gerade dieser Kombination, ist ja, dass uns dadurch bessere Informationen geliefert werden. Also dass da eine Personalisierung stattfindet, ein auf mich zugeschnittenes Filtern von Informationen, und zwar auf mich und meine ganz konkrete Situation in Raum und Zeit, dass sie mir bessere Informationen liefert, weil sie eben Kontextinformationen einbezieht. Und in Ansätzen kennen wir das ja, dass solche Informationen auf Amazon zum Beispiel tatsächlich hilfreich sind, weil solche Informationen, was ist meine frühere Kaufhistorie, gekoppelt mit dem, was haben andere um mich herum gekauft, mir zum Beispiel hilft, mir bestimmte Dinge zu empfehlen. Oder auf Facebook, der mir vorschlägt, okay, du kennst die und die Leute, möglicherweise kennst du auch die und die. Das Problem ist, also das ist jetzt quasi das Gegenargument zu diesem positiven Versprechen, dass es bessere Informationen sein werden. Das Problem ist, dass wir in eine Situation kommen könnten, Eli Pariser nennt das die Filterbubble, wo wir als Einzelne oder möglicherweise in kleinen gesellschaftlichen Gruppen in Filterblasen leben. Also wo uns diese Filter letztlich sehr persönlich zugeschnitten und damit aber auch sehr, wenn ich so will, einsame Informationen liefern. Oder andersrum, ich kann eben nicht mehr unterstellen, dass das, was ich sehe, mehr oder weniger kongruent ist mit dem, was Sie sehen oder Sie oder Sie. Was, wenn man es weiterdenkt, dazu führen kann, dass zumindest sowas wie gesellschaftliche Selbstverständigung, wir wissen alle, was gerade in der Welt passiert, problematisch wird, unter Umständen auch sowas wie gesellschaftliche und soziale Integration erschwert wird, weil das geteilte Wissen über die Gesellschaft, die wir leben, über die Zeiten, in denen wir leben, eben ein ganz wichtiger Mechanismus, einer von mehreren ist, der Gesellschaften zusammenhält oder zumindest Kollektive zusammenhält. Das ist also das eher pessimistische oder dystopische Argument, dass wir im Moment auf einem Pfad sind, der eben zu solchen Filterbubbles führen kann, also zu technisch, vor allem technisch bedingten Blasen und letztlich auch wieder eine Einschränkung unserer Weltsicht, weil wir auf einmal nur noch Dinge sehen, die mit dem übereinstimmen, was wir gestern und vor einem Jahr gemacht haben, dass auch unsere Weltsichten vielleicht immer wieder bestärkt werden, dass uns nichts Neues erreicht, etc. Gut. Sie haben es vielleicht da oben schon gesehen, ich bin ja schon mittendrin in Folgen dieses Wandels. Ich mache jetzt einen Schritt und setze jetzt nochmal bei den persönlichen Öffentlichkeiten an und richte den Scheinwerfer mal auf einen anderen Bereich. Denn zum Wandel von Öffentlichkeit gehört nicht nur, was das für, sagen wir mal, Journalismus oder sozusagen publizistische Öffentlichkeit bedeutet und gesellschaftliche Informiertheit, sondern Öffentlichkeit ist immer auch mit Vorstellungen von Privatsphäre verbunden. Das ist der zweite Bereich, wo ich jetzt nochmal ein Argument entwickeln will, wie diese neuen vernetzten Öffentlichkeiten, die persönlichen Öffentlichkeiten zu einem Wandel führen. Da ist das Grundargument, dass persönliche Öffentlichkeiten auf einer technischen Architektur beruhen, also auf bestimmten technischen Merkmalen und Strukturen des Internets, der digitalen Medien, die es schwer machen, die Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit, letztlich zwischen verschiedenen Publika, ich erläutere das gleich, diese Grenzen zu ziehen. Was sind diese technischen Merkmale? Es sind 4 Stück, ich beziehe mich da auf Dana Boyd, die schon vor einigen Jahren, finde ich, sehr gut rausgearbeitet hat. Also die Räume in digitalen Medien, ob das Facebook ist oder ein Diskussionsforum oder ein Blog, sind in der Regel durch 4 Dinge gekennzeichnet. Erstens Persistenz, also die Informationen, die dort eingestellt werden, von irgendwie einem Wikipedia-Artikel über einen Blog-Eintrag bis hin zu einer Kommunikation auf einer Facebook-Seite, sind im Prinzip persistent, sie sind dauerhaft, sie sind auch morgen noch da. Egal wie flüchtig der Moment war,
Man kann auch morgen, man kann in einer Stunde oder morgen oder in einem Jahr möglicherweise noch lesen, was man in einer bestimmten Konversation gesagt hat. Also Dauerhaftigkeit, gekoppelt mit Kopierbarkeit. Man kann Texte oder meinetwegen auch Fotos oder Videos eben relativ leicht kopieren. Das sind digitale Informationen, das heißt, da ist auch kein Qualitätsverlust, das ist mehr erkennbar. Man kann ein Foto nehmen und woanders einstellen, einen Text. Man kann Dinge retweeten, man kann auf Facebook ist, wenn man so will, eine große Kopiermaschine durch das Weiterleiten und Empfehlen und so weiter. Das heißt also, diese Räume sind durch Kopierbarkeit der Informationen gekennzeichnet. Sie sind skalierbar, damit meint Dana Boyd, dass eben die Reichweite nicht von vornherein festgelegt ist. Anders als bei einer gedruckten Zeitung, die vielleicht in einer 100.000er Auflage erscheint, können diese vernetzten Öffentlichkeiten, das macht keinen, also macht erstmal technisch keinen Unterschied, ob das 5 Leute oder 5 Millionen Leute ein YouTube-Video sehen. Das macht natürlich sozial oder kommunikativ einen erheblichen Unterschied, ob 5 Leute sehen, wie ich mit dem Fahrrad gegen den Baum fahre, oder ob das 5 Millionen sehen. Ja, aber das ist dann schon eine Folge. Aber technisch erstmal ist es, das trifft nicht ganz zu, aber im Grunde erstmal diese Öffentlichkeiten skalierbar, also relativ leicht kann die Reichweite von Informationen klein oder groß sein. Und das Interessante ist vor allem, wenn Reichweite groß, richtig groß wird, also wenn so virale Effekte eintreten. Und sie sind schließlich durchsuchbar, das heißt, ich kann nach bestimmten Schlüsselworten, nach Namen, nach Begriffen suchen und selber mir Informationen, die irgendwo vorliegen und kopierbar sind, eben auch zusammensuchen. Was bedeutet das jetzt? Wie gesagt, immer unter der Überschrift Öffentlichkeit und Privatsphäre. Nun ja, also wir sind es wir haben in der Sozialisation gelernt, dass wir uns in bestimmten Situationen, dass wir immer auch, machen wir nicht immer reflektiert, bewusst, aber wir haben immer eine bestimmte Vorstellung von einem Publikum im Kopf. Wir nennen das nicht Publikum, aber die Situation zum Beispiel auch, die Art, wie ich hier stehe, wie ich gekleidet bin, ich bin hier in einer bestimmten Rolle und zu dieser Rolle gehören eben auch bestimmte Vorstellungen, wer sind meine kommunikativen Gegenüber. Also wer ist in dem Fall tatsächlich das Publikum, betrifft aber auch, wenn ich ins Fußballstadion gehe als Fan oder so, also die sind hier so ein bisschen, können wir Anleihen aus der Rollentheorie oder auch aus Goffman, Selbstpräsentation und diese Dinge nehmen. Und das gilt auch auf Facebook, wir haben, oder in den digitalen Medien, wir haben auch in diesen Situationen eine bestimmte Vorstellung darüber, zunächst mal, wen habe ich denn im Sinn, wenn ich mich irgendwo zu Wort melde, wenn ich kommuniziere, wenn ich einen bestimmten Dienst nutze. Wer ist also das intendierte Publikum dafür, dass ich auf Facebook sage, habe die Reiseunterlagen für den Urlaub abgeholt? Möglicherweise adressiere ich auch einen ganz bestimmten Teil dieses Publikums, weil ich zum Beispiel auf Twitter schreibe, fahr heute nach Göttingen, halte einen Vortrag. Um damit sozusagen implizit zu sagen, okay, wenn jemand von meinen Followern auf Twitter auch in Göttingen ist, vielleicht hat die Person ja Lust, hierher zu kommen. Das heißt, ich kann auch Teile meines Publikums sozusagen ganz gezielt adressieren. Das sind Dinge, das habe ich in gewisser Weise in der Hand. Also ich habe eine Vorstellung darüber und kann vielleicht auch ganz gezielt einzelne Teile des Publikums adressieren. Aber unter diesen Bedingungen von Persistenz, Kopierbarkeit etc. wird es für mich zum einen sehr schwierig, tatsächlich das empirische Publikum zu bestimmen. Ich kann also letztlich gar nicht genau sagen, wer nimmt denn tatsächlich Kenntnis. Ich kann zwar twittern, bin jetzt in Göttingen, ich kann aber nicht sagen, wie viele Leute das jetzt wirklich gesehen haben und ob es die Leute gesehen haben, an die ich gedacht habe. Solange die sich nicht zu Wort melden, kann es sein, dass sie es gesehen haben oder auch nicht. Das heißt, das empirische Publikum ist schwer zu bestimmen und, dann sind wir gerade bei den hier von Persistenz und Kopierbarkeit, das potenzielle Publikum jetzt in die Zukunft gerichtet, wer könnte möglicherweise morgen oder in einem Jahr davon Kenntnis nehmen, das entzieht sich letztlich erstmal komplett meiner Kontrolle. Das heißt, wir haben es also mit dem Auseinanderklaffen von intendiertem und adressiertem Publikum auf der einen Seite und empirischem bzw. potenziellem Publikum auf der anderen Seite zu tun. Und das erschwert, manche sagen, macht sogar unmöglich, so eine Vorstellung von Privatsphäre noch aufrechtzuerhalten, die ja dadurch gekennzeichnet ist, dass ich kontrollieren kann, wer Zugang zu von mir als privat empfundenen Informationen hat. Das ist ja so eine gängige Definition von Privatsphäre, die Kontrolle, der Bereich, wo ich Kontrolle darüber habe, wer etwas von mir mitbekommt. Das wird in diesen digitalen Öffentlichkeiten erschwert. Es kann wieder erleichtert werden, indem ich mir das entweder ständig bewusst mache, indem sich vielleicht auch soziale Normen herausbilden, die sagen, okay, bestimmte Dinge postet man nicht auf Facebook, indem es technische Mechanismen gibt, Privatsphäre-Einstellungen zum Beispiel auf Facebook, die Durchsuchbarkeit einschränken oder die Skalierbarkeit, indem ich sage, ein Foto soll nur für einen bestimmten Teil meines Kontaktnetzwerkes sichtbar sein. Das sind aber alles schon letztlich Hilfsmittel oder Mechanismen, die uns unter solchen Bedingungen dabei helfen sollen, dennoch so etwas wie Privatsphäre aufrechtzuerhalten. Vielleicht auch ein anderes Verständnis von Privatsphäre dann zu praktizieren. Aus meiner Sicht ist es in dem Kontext aber auch extrem wichtig, dass wir uns da nicht
im Prinzip so einer technikdeterministischen Erzählung irgendwie unterwerfen, so nach dem Motto, naja, was sollen wir denn machen? Das Internet geht nicht weg, Kontrollverlust, wir können das eh nicht mehr in der Hand haben. Irgendwie finden wir uns damit ab, veröffentlichen wir doch alle unsere Daten alle im Netz, dann sind wir alle wieder auf dem gleichen Level. Ich würde dieser Erzählung vom Kontrollverlust gerne in das Konzept der informationellen Selbstbestimmung reloaded, könnte man sagen, entgegensetzen. Das Konzept kommt aus der Debatte um die Volkszählung in den 80er Jahren, ist da in dem Bundesverfassungsgerichtsurteil geprägt worden, mit der Vorstellung, dass jeder Mensch eben ein Recht darauf hat, zu kontrollieren, wer welche Informationen über mich für welche Zwecke erheben und verarbeiten kann. Das war damals sozusagen die Antwort des Verfassungsgerichts auf die Proteste gegen die Volkszählung. Und als Leitbild, als Norm, auch als juristisch-normatives Konzept gilt die informationelle Selbstbestimmung nach wie vor. Die ist also nicht obsolet geworden, weil es jetzt Facebook gibt. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes. In der Form, genau, richtig. Also es ist ein durchaus spezifisch deutsches, europäisches, könnte man sagen, Konzept. Also nicht in allen europäischen Ländern, ist richtig? Wir sehen das nicht so. Ja, stimmt, okay. Aber es ist... Jetzt, ich wollte auf den Kontrast mit den USA rauf, weil da haben Sie natürlich vollkommen recht, in den USA kennt dieses Konzept so in dem deutschen Verständnis nicht. Genau, aber ich beziehe mich jetzt hier erstmal auf Deutschland, wo diese Vorstellung, man sollte doch Kontrolle darüber haben, welche Daten aufgezeichnet werden, durchaus verbreitet ist. Und man kann diesen Begriff aber auch als Praxisbegriff wiederum, als Begriff des Tuns, des Handelns verstehen, dann ist informationelle Selbstbestimmung nur noch etwas, was man tatsächlich tut. Man übt informationelle Selbstbestimmung aus, mal besser, mal schlechter, wenn wir uns im Internet bewegen, denn zur informationellen Selbstbestimmung gehört ja zum Beispiel auch, dass wir sagen, ja okay, ich mache das auf Facebook. Ich bin damit einverstanden, dass Facebook diese Daten speichert und weiterverarbeitet. Das ist ja der Kniff, dieses Konzept heißt ja nicht komplette Sparsamkeit und mögliches Einschränken von Daten. Wir sind als einzelne Bürgerinnen und Bürger natürlich vollkommen selbstbestimmt auch darin, dass wir sagen können, ich gebe meine Daten preis, weil ich im Gegenzug irgendetwas erhalte. Oder weil mir die nicht so viel wert sind und ich damit einverstanden bin. Das Problem aber, und da kommt man zur dritten Facette, dass genau dieses informierte Einwilligen, wie man es dann nennt, dass das auch wiederum was mit Kompetenzen oder mit Wissen zu tun hat. Und das ist die dritte Facette der informationellen Selbstbestimmung. Dass wir die im Grunde nur ausüben können, wenn wir zumindest ein Grundverständnis darüber haben, wie denn unter gegenwärtigen technischen Bedingungen diese Datenerhebung und Datenverarbeitung funktioniert. Was denn, wir müssten im Prinzip sehr viel besser wissen oder wir sollten besser wissen, welche Möglichkeiten Facebook zum Beispiel hat, mit den Daten, mit unseren Daten irgendwie dann sich zu finanzieren, um damit auch beurteilen zu können, welchen Wert haben denn unsere Daten für Facebook, um dann sagen zu können, ist es mir denn immer noch wert, dass ich die Daten im Tausch gegen die Dienstleistung bekomme oder ob ich nicht sage, nee, Moment mal, also da ist irgendwie ein ungleicher Tausch. Das heißt, hier das Argument wäre eben, dass wir informationelle Selbstbestimmung eigentlich in der gesellschaftlichen Debatte um diesen technischen Wandel, den Wandel von Privatsphäre und Datenschutz wieder oder einfach noch stärker machen sollten und ihn vielleicht auch ein bisschen so aus diesem juristischen Duktus so ein bisschen rausholen sollten. Das ist ein Begriff, der nicht nur für Juristen relevant ist, sondern er ist für uns alle relevant und für uns Nutzerinnen und Nutzer, für Medienpädagogik im weitesten Sinne. Also die Frage, was sollte man denn können unter gegenwärtigen Medienbedingungen? Also ich bin da jetzt schon, das ist im Prinzip jetzt schon sozusagen ein Plädoyer auch oder schon, fast schon ein Ausblick, welche Folgerungen, auch gesellschaftlichen Folgerungen ich aus diesem Wandel von Öffentlichkeit ziehe. Hier jetzt eben unter dem Begriff dann der informationellen Selbstbestimmung, den ich gerne bewahren möchte oder erneuern möchte. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhr. Gut, wir springen den Teil mal. Und kommen mal zur dritten Folge, um dann auch so gleich hier mal in die Diskussion einsteigen zu können. Diese Medienentwicklung, auch dieser Wandel von Öffentlichkeit, geht relativ oft mit, im Prinzip mit Vorstellungen damit einher, was das denn für Partizipation oder gesellschaftliche Teilhabe bedeutet. Und da gibt es die pessimistische Position, die sagt, naja, auf Facebook, da gibt es dann zwar irgendwie politische Profile und so weiter, aber letztlich ist das doch nur Klicktivism. Ja, also sprich, man denkt, man macht irgendwas, indem man sagt, das gefällt mir, die Petition gefällt mir, man unterzeichnet die Partizipation, aber das ist alles folgenlos. Die
die positive Lesart ist, dass uns die, gerade die sozialen Medien eben in die Lage versetzen, besser, umfangreicher, folgenreicher an Gesellschaft und auch gerade an politischen Prozessen teilhaben zu können. Sprich, dass es sich um partizipative Technologien handelt. So eine populäre Bezeichnung für Facebook etc. ist ja auch das Mitmachnetz. Also das ist so, dass da bündelt sich in dem Begriff eben die Vorstellung, dass uns die sozialen Medien in die Lage versetzen, zunächst auf verschiedene Art und Weise mitzumachen an Gesellschaft, mitzumachen auch an Öffentlichkeit. In einem ersten, vielleicht ganz einfachen Schritt, indem wir mitwirken an diesen neuen Öffentlichkeiten, indem wir auf Facebook uns mit anderen unterhalten, indem wir Dinge hochladen auf YouTube, indem wir einen Blog führen oder twittern etc. Möglicherweise auch, indem wir mitbestimmen können. Das finden wir auch auf Facebook zum Beispiel, wo wir Profile melden können, auf Twitter oder auf YouTube genauso. Wenn wir also etwas sehen, wo wir das Gefühl haben, dass es könnte Fake sein oder da ist irgendwie ein Nazi-Account oder irgendwelche pornografischen Inhalte, dann können wir das melden, können dann sagen, hier Facebook, da haben wir was gesehen, überprüf das mal, streich das möglicherweise oder hier YouTube, nimm dieses Video bitte runter, weil es irgendwie gegen die Community-Guidelines verstößt. Das heißt, wir sind als Nutzerinnen und Nutzer zumindest in manchen Fällen eben auch in die Lage versetzt, mitzubestimmen über bestimmte inhaltliche Teile des Angebots. Wir können auch mitbestimmen, in Anführungsstrichen, indem wir unser Profil sozusagen nach eigenen Wünschen irgendwie gestalten und so weiter. Und die höchste Stufe, wenn man so will, von Partizipation, die Selbstbestimmung, da wird es schon schwieriger, weil wir in sozialen Medien zwar Bereiche finden, aber es sind schon weniger, wo wir sagen, okay, das sind tatsächlich selbstbestimmte Räume, wo wir Nutzerinnen und Nutzer selber uns unsere eigenen Kommunikationsräume schaffen. Die Wikipedia ist so ein Beispiel. Das mögen wir inzwischen vielleicht gar nicht mehr so erleben, weil für uns die Wikipedia in vielen Fällen auch schon wieder als relativ formiertes System, auch von einer formierten Nutzer-Community irgendwie gegenübersteht. Aber im Prinzip ist die Wikipedia ein selbstbestimmt gestalteter Kommunikationsraum, wo sich diese ganzen Vorstellungen darüber, wie sieht ein guter Artikel aus, welche Mechanismen der Konfliktbeilegung gibt es, all diese Dinge, die was mit der Selbstregulierung der Wikipedia-Nutzerschaft zu tun haben, die sind eben aus der Nutzerschaft selber in den letzten 10, 12 Jahren entstanden. Das Problem ist nur, und jetzt, ich hatte es gerade schon zwischen den Zeilen durchklingen lassen, also im Prinzip nimmt das immer mehr ab. Also wir sind im Mitmachnetz, wirken wir mit, wir machen mit, wir laden Dinge auf YouTube hoch oder schreiben einen Blog etc. Wir können in bestimmten Grenzen mitbestimmen. Selbstbestimmung ist in sozialen Medien tatsächlich tendenziell eher die Ausnahme. Dagegen haben wir aber Bereiche oder sehen wir also Phänomene, dass wir tatsächlich nicht teilhaben können oder selbstbestimmen können, sondern im Gegenteil, dass wir unterworfen werden, dass zum Beispiel das, was wir tun, abgeerntet wird, dass also die Inhalte, die wir auf YouTube hochladen oder die Daten, die wir auf Facebook mitteilen, dass die wirklich, also ein bisschen blumig gesprochen, aber abgeerntet werden, weil die werden verwertet, die werden durch Data Mining kombiniert, um sie zum Beispiel, um Zielgruppen identifizieren zu können, denen dann bessere Werbung eingeblendet wird. Die werden, und jetzt das ist sozusagen noch die zynischere Stufe oder die schärfere Stufe dieses Arguments, wir unterwerfen uns einem Regime von Ausbeutung, weil wir durch Mitwirkung und auch durch Mitbestimmung letztlich Arbeit leisten, also wir investieren Zeit und Aufmerksamkeit, die wir unentgeltlich leisten, aus denen aber die Plattformbetreiber Profit schlagen und letztlich auch gar nicht zu knapp, ohne dass wir in dem Sinne direkt entlohnt werden. Die Frage ist, was ist dieser Tausch, also wie ist dieser Tausch zwischen Daten und Aufmerksamkeit einerseits und sozusagen der kostenlosen Dienstleistung und einem facettenreichen Kommunikationsraum, wie ist der zu bewerten? Es gibt die zynische Sichtweise, das ist dieser Spruch, wenn du nicht dafür zahlst, also dadurch, dass du nicht für Facebook zahlst, bist du nicht Kunde von Facebook, sondern du bist das Produkt. Also wir sind in dem Moment, wo wir Facebook nutzen, fühlen wir uns als Nutzer. Wir gehen ein Kundenverhältnis ein, weil wir die AGBs unterzeichnet haben, aber wir sind eben keine Kunden, wir sind letztlich das Produkt von Facebook, weil Facebook uns unsere Daten, unsere Aufmerksamkeit nimmt und letztlich gegen Werbung sozusagen wieder verkauft und dadurch eben nicht alles, aber ein Großteil eben des eigenen Profits dann auch draus zieht. Und wir werden eingehegt, letztlich oder das wäre möglicherweise alles noch nicht ganz so schlimm, wenn man sagen könnte, naja, wir haben ja einen Einfluss drauf, vielleicht haben wir uns dagegen entschieden, wir hatten eine Abstimmung darüber, wie Facebook aussehen soll und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen das so. Aber das gibt es ja nicht. Das sind ja eben, gerade Facebook ist da, glaube ich, in der Hinsicht auch das Musterbeispiel, was man heranziehen muss. Wir haben es eben mit Strukturen zu tun, die hochgradig kommerzialisiert sind, die aber
nur in ganz kleinen Facetten unserer demokratischen Gestaltung unterliegen. Es ist letztlich, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, so diese Entwicklung, dass Facebook mal auf Nutzerdruck oder auf öffentlichen Druck so Abstimmungen und Konsultationen eingeführt hat, wo es aber absurd hohe Schwellen gab, wie viel Prozent der Nutzerschaft von Facebook sich denn an Abstimmungen beteiligen muss. Das ist inzwischen auch vor einigen Wochen auch wieder gekippt worden. Das heißt, letztlich haben wir als Nutzerin, als Nutzer auf Facebook nur die Möglichkeiten, also wir können loyal bleiben, wir sagen, okay, schert mich alles nicht, ich bleibe auf Facebook. Voice, also der Protest, das sich einbringen, das vielleicht auch mit anderen gestalten, so eher in diesem Sinne, ist kaum möglich. Dann bleibt nur noch der Exit, also dann gehen wir halt raus. Aber das Dumme ist, es gibt eben auch keine wirkliche Alternative. Und in bestimmten Altersgruppen oder vielleicht auch in bestimmten Community- oder Subszenen würde eben bedeuten, wenn ich mich aus Facebook rausziehe, im Moment zumindest noch, dann isoliere ich mich sozial. Dann kriege ich nicht mehr mit, was in meiner Clique passiert oder was in bestimmten Kreisen passiert. Sprich, wir haben möglicherweise auch noch nicht mal, zumindest gefühlt, vielleicht auch, wenn man das objektiv sagen kann, auch nicht objektiv, die Möglichkeit, uns auch so einfach rauszuziehen, im Sinne von Exit, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, unsere Daten von Facebook einfach mitzunehmen und, sagen wir mal, auf eine Konkurrenzplattform einzuspeisen. A, gibt es diese Konkurrenzplattform nicht und B, tut Facebook eben alles, um zu verhindern, dass wir Daten daraus bekommen. Das ist also als Datensilo, wir schaufeln alles rein, aber so im Sinne von, ich mache ein Backup meiner Daten und klicke die woanders ein, das ist eben nicht möglich. So, damit bin ich durch. Die obligatorische Fazitfolie soll einfach nochmal kurz die Kernargumente oder das nochmal kurz beleuchten, was mir wichtig war. Ich wollte oder bin eingestiegen mit diesem Argument, dass die sozialen Medien, das Internet durch bestimmte technische Innovationen eben das Umfeld, die sozusagen das Medienangebot verändern, das uns Menschen in die Lage versetzt, Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement zu betreiben. Und ich hatte dann, also im nächsten Schritt, dann argumentiert, dass eine Folge davon ist, dass ein neuer Typ von Öffentlichkeit besteht, die persönlichen Öffentlichkeiten, hatte da die Kriterien rausgearbeitet und hatte dann an verschiedenen Stellen versucht zu zeigen, wie sich das meiner Ansicht nach auch auf etablierte Strukturen von Öffentlichkeit auswirkt, zum Beispiel auf publizistisch-journalistische hergestellte Öffentlichkeit oder eben auch die Frage, die ja hinter der letzten Folie steckte, wie sieht es überhaupt mit Teilhabe und Mitwirkung und mit demokratischer Gestaltung von dieser Öffentlichkeit aus? Wo ich jetzt ja so ein bisschen skeptisch war oder zumindest gesagt habe, das ist nicht alles positiv und Mitmachnetz und Partizipationsnetz. Und so. Das heißt, eine entscheidende Frage, also wenn wir das Ganze jetzt tatsächlich als Anzeichen für einen neuen Strukturwandel von Öffentlichkeit beziehen, dann ist zumindest aus diesem letzten Bereich, stellt sich für mich die Grundfrage, und das ist ja auch eine klassische soziologische Frage, wer denn die Macht hat, diese Räume zu gestalten? Sind es tatsächlich wir Nutzerinnen und Nutzer? Liegt letztlich die Macht bei Facebook oder bei Google oder bei Apple oder Amazon? Hat die Politik da noch Möglichkeiten? Hat der Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein vielleicht noch die Macht, diese Kommunikationsräume zu gestalten? Für mich tatsächlich eine der ganz entscheidenden Fragen, denn wenn es so ist, dass in diesen Räumen ein ganz wesentlicher Teil von gesellschaftlicher Öffentlichkeit gerade sozusagen stattfindet und sich herausbildet, dann ist die Frage, wer gestaltet denn diese Öffentlichkeit? Letztlich die oder eine der demokratisch zentralen Fragen auch jetzt des 21. Jahrhunderts. Insofern wäre das was ich gerne mit Ihnen diskutieren würde. Wir können aber auch gerne über ganz andere Sachen sprechen. Ich bin im Moment auf jeden Fall erstmal am Ende. Vielen Dank.